Ja, herzlich willkommen an Weidmanns Heil. Ein neuer Film auf Kettenjacht ist wieder mal da. Diesmal aus Frühling und Sommer. Ihr seht jetzt auch schon hier diesen starken, jungen Sechser. Echter Zukunftsbock. Der hat mich auf fast jedem Ansatz neu begleitet. Genauso wie dieser Bock hier. Ein etwas jüngerer und schwächerer, aber auch für die Revierverhältnisse guter Bock. Das war es erstmal aus dem Mai. Dann ist ein bisschen was vergangen und wir sind jetzt schon fast in der Milchreife vom Weizen. Und da nehme ich euch jetzt einen ganzen Ansatz mal mit. Ja, genau. Als erstes kam diese Ricke schon ziemlich früh mit zwei Kitzen. Und die war auch wirklich den ganzen Abend irgendwie vorhanden. Ob sie ganz weit weg auf 200 und Meter war oder ob sie ganz nah dran auf 30 Meter an der Salzlecke stand. Irgendwo war sie immer mit ihren Kitzen zu finden und auf jeden Fall ein toller Anblick, aber das Spannendste kommt jetzt. Ja, auf jeden Fall ein super Abschuss, Weidmanns Heil da nochmal. Und gleich weiter zu diesem kleinen Bock. Wer es noch nicht erkannt hat, es ist ein Bock, er hat ganz kleine Spieße. Wir haben ihn auch erst als Ricke oder Schmalri angesprochen, aber im Endeffekt hat sich schon herausgestellt, es ist ein kleiner Bock. Wir hätten ihn auch schießen wollen, wäre er nicht zu schnell in die Hecke gezogen und hätte uns dazu keine Chance mehr gegeben. Aber eigentlich war der Ansatz von Anfang an auf Schweine geplant. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm, dass wir diesen sehr schwachen Bock nicht erlegen konnten. Aber trotzdem auf jeden Fall viel Anblick gehabt. Und es war zu keiner Sekunde wirklich, wirklich langweilig. Also, so ein Ansatz immer gerne wieder. Dieser Fuchs war von dem Anblick von mir genauso überrascht, wie ich von dem Anblick von ihm. Aber sowas ist auch immer mal schön, einen Fuchs am helllichten Tag an der Strommiete zu sehen. Ja, klar haben wir auch Wärmebildtechnik. Zu diesem Zeitpunkt ist die Kamera dann auch schon aufgeschmissen. Da wird es einfach nichts mehr. Hier haben wir jetzt ein Stück Schwarzwild erlegen können, Überläufer. Da hat die Kamera einfach nichts mehr geschafft und dann hilft doch gerne auch mal die Wärmebildkamera weiter, um diese Erlegung für euch festzuhalten. Ja, damit soll das Video auch schon wieder vorbei sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um uns weiter zu unterstützen. Bis dahin, Weidmanns Heil, euer KM-Jagdteam.